Hallo und herzlich willkommen zur neuen Folge L22 auf der Landkreis Rostock. So, wir starten. Und weiter geht's mit der Hafernte. So müsste man nicht gleich oben sein. Genau. So, die Oh ja, hier haben wir dann auch nichts zu tun mit Mulchen und Co. Aber immer schön eins nach der anderen, würde ich sagen. Jetzt haben wir 80% Inhalt drin. Was wollen wir mehr? Minus 1 Grad wird der tiefgekühlte Hafer. Mal gucken, kommen wir noch bis runter? Also, ich denke doch. Dadurch, dass wir hier die Fahrgasse haben, ist ja der Ertrag nicht ganz so. Jetzt los. Und das jetzt immer ausgetappt. Muss ich jetzt nicht verstehen, warum das Spiel auf immer alleine raustappt. So. So, einmal überladen.
Du. Und schubst in die Katze. Let's go. Da geht's. Ich bin am überlegen, ob ich Ballen mache oder eher Ladewagen. Weil Stroh habe ich genug, brauche ich ganz, kann ich nicht rein direkt in die BGA fahren, was so überbleibt. Bin ich gerade noch am Überlegen. Aber Ladewagen kostet halt. Müsste ich gucken, was so Ladewagen kostet dann halt, wie ich ihn gerne hätte. Alles persönlich, ich muss noch mal ein bisschen Kit aufnehmen wieder. Wo ich angefangen hatte, zurückzuzahlen schon. So. Erstmal abernten. Einlagern. Ob es im Januar oder Februar bessere Zeit wird zum Verkauf. Und das wäre ja schon mal von Vorteil, wenn wir das nutzen könnten. Maximal Aufpreis rausbiegen. So, eine Runde fahren wir noch. Denken wir, drei Runden sollten reichen, weil wir haben ein relativ kleines Schneidwerk. Haben wir dann so einen so einen Schmetter rundherum. Sollte eigentlich passen. So, let's go. Oh, es gab was. 13K. Und dazu unsere Solaranlage. Hätte ja doch ein Ladewagen drin sein, weil wir von dem Solarstrom leben könnten. Bis wir dann alles so weit haben. Plus BGA. Aber erstmal gucken, was er kostet. Halbvoll sind wir ja schon wieder.
Rudeli. Haben wir das auch geschafft? Hm, 84% müssen, da müssen wir mal kommen. Weil ich komme, bis die Auf- und Abbahn geht, bevor wir voll sind. Also, ob ich es tun dann wieder. Mit Mulchen und Co. würde ich sagen, also erst kalken beim Mulchen, damit ich den Unterschied besser sehe. Weil nämlich mit Flügen, da würde ich mir mulchen. Da würde ich nur kalken. Aber da muss ich erst mal sehen, was dann hier. Der Feldzustand sagt, das werden wir aber erst jetzt ab. Will ich aber erst nachgucken, wenn abgeerntet ist. Weil so lange muss ich es erstmal so gehen. Es ist ja auch erstmal egal, solange wir noch hoch auf dem Feld stehen haben. So. Das Worten würde sich nicht mehr lohnen. Ja, 3000 knapp. Das wäre volle Franz. Man kann mich immer überlegen, ob ich meinen Fuhrpark ein bisschen umstelle, Sachen Anhänger, aber lohnt sich nicht mehr. Weil wie wir alle wissen, sind die Tage des LS22 gezählt. Kommt bald der LS25 raus. In knappen, ja, Monat, 6 Wochen. Wie ihr die Folge seht, ist der 2. Ja, knappe 6 Wochen würde ich mal sagen. Der 2.10. Ich habe dann noch September, aber ich muss ein bisschen Banane machen mit Aufnehmen vorher. Weil da ist es nicht genau weiß, wann bei mir erscheint und wann Steam freigibt hier. Ich habe schon einfach Steam geholt. Ich weiß ja nicht, ob es schon 0 Uhr mitteleuropäischer Zeit freigeschalten ist. Oder
Beim letzten Mal war es erst gegen Mittag. War bei dem DLC so 22er, dass es erst 12 Uhr mitteleuropäischer Zeit freigeschalten worden ist bei Steam. Und dazu kommt aber auch noch, ich habe mir zwar auch die Collect-Technik geholt, kommt sie pünktlich. Beim LS22 war es nicht so. Die kam erst einen Tag später nach Release. Da hatte der Online-Händler des Vertrauens ein bisschen Mist gebaut. Oder blieb dort aus irgendwelchen Gründen auf der Strecke, vielleicht zu hohe Anfrage, was weiß der Geier. Ist ja auch egal. Macht's gerade nicht fett. Und da muss ich gucken, was wann kommt und wann ich eventuell aufnehmen kann, Livestream. Das sind so alles Fragen, die jetzt momentan im Raum stehen. Weil ich denke mal, ich würde nur Livestream machen. Wenn mich mir alles täuscht und nichts dazwischen kommt, habe ich zu dem Zeitpunkt Urlaub. Aber man weiß ja nie, es kommt ja oftmals anders als man denkt. Kennen wir ja alle zur Genüge. Und daher muss ich mich nachher ein bisschen überraschen. Muss ich ganz ehrlich sagen. Der Plan ist eigentlich, dass ich die ersten zwei Novemberwochen Urlaub habe. Aber es ist 32, ich weiß gar nicht mehr so genau. Ich habe jetzt einen Plan, einen Urlaubsplan im Kopf. Ah ja. Und es sind noch 6, sind noch ein paar Wochen hin, bis dahin. Immer noch ein bisschen auf der Rostock unterwegs. Und machen das Beste draus. Und da ich mir relativ wenig bis jetzt zum LS25 angeschaut habe, weiß ich noch nicht mal, was ich jetzt hier für eine Karte spiele. Ich kenne zwar die ein bisschen die Karte, wie sie, die US-Karte habe ich ein bisschen gesehen auf der FarmCon. Wurden aber auch schon Videos veröffentlicht oder Bilder gezeigt von der asiatischen Karte. Die habe ich mir aber gar nicht angeguckt. Ich lasse mich da ein bisschen überraschen. Und das nächste ist, da ich mich noch abends beim LS19 so mitreißen lassen habe und hypen lassen habe. Morsha, klar, wie ich schon mal erzählt habe, ein bisschen enttäuscht vom LS19 am Anfang. Und den Fehler habe ich beim 22er nicht gemacht und will ich jetzt beim 25er nicht auch machen, dass ich mich gar so mitreißen lasse von gewissen Features, die sich jetzt hoch anpreisen. Ich bin da eher überraschen. Da ich den Landwirtschaftssimulator als Spiel wirklich sehr mag, habe ich ihn auch schon sofort vorbestellt, wo das möglich war. Ich muss ganz ehrlich sagen, den will ich unbedingt missen, den Landwirtschaftssimulator. Für mich ein Bombenspiel, wenn ich mal einen schlechten Tag habe, wirklich um runterzufahren, gechillt, übers Feld, anständigen Arbeiten machen, kann ich wirklich ein bisschen runterfahren vom stressigen Alltag. Und das sollte ich sagen, in meinem Sinne, ein Videospiel wirklich machen und eben noch mehr auf Putschen erfüllen. Also ein bisschen relaxen, abschalten, solche Spiele für mich haben. Und diese Kriterien füllt der Landwirtschaftssimulator voll. So, aber jetzt sind wir auch schon wieder am Folgenende angekommen. Ich verabschiede mich von euch
Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne ein Däumchen da, denn ich bin raus. Ciao, ciao, sagt euer Yasuo.